Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Next Era Energy. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also Next Era Energy ist ein großer Energieversorgungskonzern. Der Fokus liegt dabei auf erneuerbare Energien, vor allem in der Solar- und Windenergie. In diesen Bereichen gilt man in den Vereinigten Staaten auch als führend. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1984. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 125 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt von mir. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0,55 auf 1,4 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und daher gibt es hier von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 48% an Wert verloren. Und das ist im Vergleich zu anderen Aktien noch recht gut. Und daher gebe ich hier einen halben Punkt. Das vierte Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Hier hat die Aktie nach aktuellem Stand ca. 423% zugelegt. Und das ist wirklich eine starke Kursperformance. Und daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 65%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 35%. Und das ist meiner Meinung nach noch in einem guten Bereich und daher gibt es hier von mir einen halben Punkt. Das sechste Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? In 2019 gab es hier eine Gewinnjahraktie von 1,94 Dollar und im letzten Jahr ging der dann zurück auf 1,48 Dollar je Aktie. Und für die Zukunft schaut es hier wieder ganz gut aus, denn im aktuellen Jahr soll es laut den aktuellen Schätzungen, also für 2021 hier eine Gewinnaktie von 2,58 Dollar geben. Also hier schaut es ganz gut aus für die Zukunft. Und daher gebe ich hier einen vollen Punkt. Und damit zum letzten Kriterium liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 29, also noch knapp unter der 30er Marke. Und daher gibt es hier von mir auch knapp noch einen vollen Punkt. Und damit kommen wir jetzt zum Gesamtergebnis und hier holt Next Era Energy in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck insgesamt 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also ein sehr gutes Ergebnis und in meiner Sicherheitscheckrampe landet die Aktie damit natürlich auch auf der besten Stufe. Jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck und hier landet Next Era Energy mit den 6 erreichten Punkten momentan auf dem dritten Platz, also hier werde ich die Aktie dann einordnen nach Veröffentlichung des Videos. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie mit dem Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie anhand der schwarzen Linie und zwar von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also ca. Mitte Juli 2021. Und dann haben wir noch die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt schön erkennen, dass der aktuelle Kurs recht deutlich oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann zum Abschluss des Videos noch ein Hinweis. Und zwar mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.